Also im Grunde sind das nur kleine Interaktionen zwischen Lehrenden und Lernenden, um rauszukriegen, ja, wie gut hat denn das geklappt, was wir uns hier vorgestellt haben? Also was wollte ich euch beibringen? Was wollte ich, dass ihr versteht? Was ist hinten rausgekommen? Ein sehr konstruktivistisches Verständnis, dass man sagt, okay, was genau hinten ankommt, manche Schüler lernen sogar trotz gutem Unterricht, was genau hinten ankommt, weiß ich eh nicht und deswegen muss ich nachfragen. Und die Merkmale wären, dass man eben, um die Ehrlichkeit und um die Direktheit gut zu ermöglichen, dass man das eher anonym macht. Also mir ist es eigentlich fast egal, wer was antwortet. Mich interessiert ja, wie ist es bei der gesamten Gruppe etwa angekommen. Anonym und die Haltung ist eben formativ. Ich gebe keine Note, sondern versuche Schlüsse draus zu ziehen, was sagt mir das darüber, wie wir weiter miteinander umgehen sollten. Das Wesentliche ist, dass ich ein ernsthaftes Interesse dran haben muss. Ich habe in Seminaren zu dem Thema manchmal die Frage, wie oft muss ich das jetzt machen? Und da fehlt mir eigentlich die Haltung. Also ich muss das überhaupt nicht machen. Gewinnbringend ist es dann, wenn ich denke, ich möchte sicherstellen, dass ihr diesen und jenen Punkt super verstanden habt. Und entsprechend versuche ich die Frage oder ja, die Aufgabe so zu stellen, dass die Leute eben genau dazu auf den Punkt kommen. Also beispielsweise mal, jetzt schreibt mal die wesentliche Frage auf, die ihr dazu noch habt oder so. Es geht eher um Quick und Dirty als jetzt lang, ausführlich, perfekte Forschung oder sowas. Genau, so müsste man es gestalten. Individuell, nach einem konkreten Interesse und schnell auf den Punkt. Und wichtig ist, dass man den Studenten auch zeigt, das hat eine Auswirkung. Also ich feedbacke die Infos, die ich hole. Das ist mit das Wichtigste. Es ist eigentlich auch immer ein Gesprächsanlass, um in Dialog über das Lehren und Lernen zu kommen. Also da wäre mir, glaube ich, wichtig, erstmal zu sagen, es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Typen. So ganz generische, also ganz allgemeine, fast egal, was ich unterrichte, das kann ich eigentlich immer machen. Und die einfachste und bekannteste ist, dass ich sage, komm, in den letzten 5 Minuten von der Veranstaltung schreibt mal auf, welches war denn der schwammigste Punkt der letzten 90 Minuten? Und das cluster ich dann und spiegel es in der nächsten Runde zurück. Das wäre sowas. Oder schreibt mal möglichst in einem Satz auf, was war euch das Wichtigste? Oder auch, womit tue ich mich am schwersten? Was ist am leichtesten? Irgendwelche solche kurzen Geschichtchen. Davon gibt es dann eine ganze Reihe. Also kann ich alles Mögliche tun. Und die andere Sorte wären wirklich die, die ganz genau auf ein konkretes Lernziel abzielen. Also wenn es mir darum geht, ich stelle das nachher auch vor, beispielsweise gab es mal einen Fall, wo jemand gesagt hat, ich möchte sicherstellen, dass meine Studis verstehen in der Statik, die können also eine kleine Zeichnung gut lesen und dass sie verstehen, wo entstehen da Druckspannung und Zugspannung und wo brauche ich Beton und Stahl. Und dann hat er einfach eine kleine Zeichnung gemacht und sagt, zeichnet ein, durchgezogene Linie, da müsste Beton hin, gestrichelte Linie, da müsste Stahl hin. Dann hat er also ein ganz konkretes Lernziel im Blick, hat das ganz schnell getestet, das geht ja ruckzuck ausgeteilt, in 20 Sekunden ausgefüllt, zurückgespiegelt. Genau, das wäre so der andere Typ, wo ich ein ganz konkretes Lernziel im Blick habe und darüber dann in Dialog komme.